Ja, hallo liebe Leute, neues Video-Tutorial zu FreeCAD. Ich starte mal gerade das FreeCAD hier. So, das ist jetzt, mittlerweile heißt es 021 und ist jetzt die aktuellste Version, die ich vor ein paar Minuten oder Stunde oder so runtergeladen habe. So, ich habe ja die letzten beiden Videos, jetzt mal die Shorts außen vor gelassen. Da ging es ja um die Konstruktion von so einem Modellbootrumpf. Und dann habe ich in meiner Grabbelkiste geschaut und habe leider keinen Impeller mehr gefunden. Ich habe früher so Impeller gehabt, also auch bezeichnet als EDF oder Electric Ducted Fan auf Englisch. Das sind eben so elektrische Düsentriebwerke und die habe ich früher bei einem eBay-Verkäufer gekauft, der hieß Force Control. Der kostete so ein Teil mit Motor 15 Euro mit Fracht aus China und da habe ich bestimmt zwei oder drei Stück von gehabt, aber ich habe welche verkauft, welche sind kaputt gegangen oder irgendwie verloren gegangen. Sei es drum, jetzt habe ich in meine Grabbelkiste geschaut. Einen Motor habe ich gefunden von so einem Teil. Das ist dieser blaue Motor, den ihr jetzt gerade hier eingeblendet seht. Und dann habe ich noch so eine Menge andere Motoren gefunden. Das sind so diese China-Klingeln genannten Motoren. Da sind jetzt hier drei drauf abgebildet. Die sind eher für große Propeller. Das sieht man auch an dem einen. Da ist so ein riesen Propeller dran. Und dann habe ich noch so ein kleineren mit einer dünnen Welle gefunden. Der dreht auch relativ hoch. Der sollte vielleicht auch funktionieren. Der Impellermotor, der blaue auf alle Fälle. Ich habe noch einen Innenläufer. Der ist jetzt hier nicht abgebildet. Und mit dem könnte ich eventuell auch einen Propeller auf das Bötchen machen. Aber dann habe ich mir überlegt, ich habe eben keinen Impeller da. Also warum konstruiere ich den nicht und druck den? Ob das funktioniert, ob das sinnvoll ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Es geht erstmal nur, wie macht man sowas überhaupt? Und das ist auch nichts Wissenschaftliches. Ich mache mal gerade die Bilder hier wieder aus. Sondern eben einfach zum Spaß. Drucken werde ich sowas trotzdem. Dann habe ich mir überlegt, die Teile in Salz einzulegen, also in einen Behälter mit Salz und dann im Backofen zu sintern, damit das richtig fest wird. Ich werde das aus PLA machen und dann einfach mal schauen, ob sowas denn hochdrehend überhaupt funktioniert. Aber das kommt irgendwann mal. Erstmal die Konstruktion. So, wir haben ja FreeCAD auf, wir machen eine neue Datei hier, beziehungsweise vorher einmal das Obligatorische. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, dann lasst auch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und der Daumen nach oben, der ist halt dafür da, dass ihr solche Videos nicht nur von mir vorgeschlagen bekommt. Und damit danke fürs Einschalten und dann lege ich mal los mit der Konstruktion hier. So, wir machen eine neue Datei und da erzeuge ich erstmal einen neuen Körper und dann eine Zeichnung. Die machen wir ruhig auf der XY-Ebene. Und zwar, ich möchte jetzt erstmal so einen Impeller-Flügel konstruieren. Da fange ich hier an mit dem Kreis, hier auf den Mittelpunkt. Und dann kriegt der einen Durchmesser, das heißt, und den Durchmesser können wir 20 mm machen. So, damit fangen wir an. Das ist schon die erste Zeichnung. Hier auf Modell wechseln, Sketch aufpolstern. Okay, 10 ist ein bisschen viel. Machen wir es mal 8. Jo, das sieht ganz gut aus. Und da möchte ich jetzt, das wird hinterher so ausgehöhlt, das mache ich aber ganz zum Schluss. Das hat einen bestimmten Grund, weil ich habe das Teil schon mal natürlich vorher ein bisschen ausprobiert und da ist mir was aufgefallen. Und deshalb mache ich das erst am Ende. So, jetzt machen wir hier, sollten Flügel dran konstruiert werden und den dafür erzeuge ich erstmal eine Datum Plane. Dann machen wir die hier sichtbar und zwar die X
Y-Ebene möchte ich da nutzen, XZ-Ebene, das ist diese hier. Und das wird die Datum Plane und dann wird die jetzt hier verschoben in Z-Richtung und zwar, sagen wir mal 8. Ja, nehmen wir einfach mal 8 und OK. Und dann brauchen wir noch eine zweite Datum Plane für die zweite Zeichnung gleich. Die können wir direkt mit erzeugen. Das heißt auch hier auf dieser. Also die liegt jetzt hier so nach vorne. Da machen wir jetzt die zweite Datum Plane. Und die verschiebe ich jetzt auch in der Z-Richtung. Und dieser Lüfter, der soll einen Durchmesser von 68 mm bekommen, das Blatt da, die Blade. Das heißt, das sind 34 mm Radius. Ich mache hier aber jetzt mal einfach 40 rein. Das wird er gleich sehen, warum. So, jetzt haben wir hier diese beiden Datum Planes und da sollen jetzt Zeichnungen drauf generiert werden. Da fangen wir hiermit an. Wir machen die erstmal unsichtbar. Hier wird eine Zeichnung draufgelegt. So, jetzt ist die nicht komplett sichtbar. Also einmal hier hinklicken, damit man das alles sieht von der Zeichnung. Und da werden jetzt erstmal zwei Linien reingezeichnet. Eine so. Die beiden sind blau. Also Konstruktionslinien. Und die kriegen hier in die Mitte einen Punkt. Und zwar einmal liegt der darauf und einmal liegt der Punkt bitte auf der drauf, also mit dieser Funktion. Das war nicht die richtige. Ich habe es nicht richtig selektiert. Also du und du. Und dann habe ich hier jetzt den Mittelpunkt und der Mittelpunkt. Also jetzt können wir die hier so ein bisschen zurechtschieben, wie sie wirklich sein sollen. So, dieser Punkt hier, der soll auf der Linie ruhig drauf liegen. Und die beiden hier, die sind rechtwinklig zueinander. Und der Punkt hier, der kriegt einen Abstand zu der Linie und zwar, das sind 4 mm. So, jetzt können wir die hier drehen und diese Linie hier, die kriegt einen Winkel zu der Grundlinie hier. Das machen wir mit der Funktion hier. Der ist jetzt erstmal 0 mm. Und dann zeichnen wir hier jetzt ein Profil rein. Den machen wir mal so. So, da wird ein Profil reingelegt. Das hat einmal hier vorne einen Kreis. Und da kommen zwei Linien dran. Eine so und die zweite so. Und der hat jetzt hier direkt tangential gezeichnet. Das ist schön. Dann löschen wir hier diese beiden Kreissegmente raus. Die tangentiale Bedingung ist immer noch da. So, dann werden diese beiden Punkte hier symmetrisch zu dieser Linie, also S drücken. Die kriegen ein Maß. Und zwar da bitte nicht waagerecht bemaßen, sondern mit der Funktion. Und das wird, ich sag mal, 8 mm. Der Kreis kriegt noch einen Durchmesser. Und da machen wir 2 mm. So, das war jetzt das Profil dieser des ersten Flügels. Und von dem machen wir eine Kopie. Steuerung C. Dann hier diesen Pfeil drücken, dann hier Datum Plane deaktivieren und OK. Steuerung V. Dann habt ihr hier den Sketch, der wird jetzt hier in den Körper reingeschoben und kommt auf die zweite Datum Plane. Die selektieren, die Funktion benutzen, Sketch 002. OK, Flat Face und dann liegt er hier außen. So, der Sketch wird jetzt bearbeitet. Und zwar dieser Winkel hier, der wird jetzt nicht 0, sondern der wird minus 25 Grad. Na, das ist jetzt falsch rum. Dann machen wir es 25 Grad. So möchte ich das gedreht haben. Schließen wir das Ganze und machen jetzt hier ein Loft.
Wenn ihr es richtig gemacht habt, ihr seht das daran, dass er hier rödelt, dann habt ihr was richtig gemacht. Wenn er direkt in die Maske springt vom Luft, ohne was hier anzuzeigen, dann ist was falsch. So, jetzt kann man sich das hier so angucken und kann sich überlegen, okay, eigentlich könnte der da auch einen anderen Winkel haben. Einmal den Winkel hier und da machen wir jetzt einfach mal 5 Grad. Also der hat da auch schon eine kleine Anstellung. So, das ist jetzt der Flügel. Man kann jetzt noch mit den Maßen ein wenig spielen. Das heißt, der Flügel hier, der hat ja das Maß 8. Das machen wir jetzt mal 12. Schauen wir uns das nochmal an. So, ist trotzdem groß genug, dass er hier so rausfährt, dass er da komplett drin liegt. Das gefällt mir. Okay, dann nehmen wir den Loft, selektieren das, machen davon ein polares Muster. Und das polare Muster wird nicht senkrecht zur Skizze, sondern dreht sich um die Basis Z-Achse. Und dann möchte ich davon 7 Stück haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Nehmen wir. So, dann kann man hier noch sich überlegen, die Anstellung des ersten Sketches hier ein wenig größer zu machen. Machen wir mal 10. So, lassen wir das einfach mal laufen. Man kann den auch noch ein bisschen schmaler machen. Also jede Menge. Wie gesagt, das ist keine wissenschaftliche Sache hier. So, dann guckt man sich das von der Seite an. Jo, gefällt mir. Dann mache ich jetzt diese Aushöhlung hier rein. Das heißt, den selektieren, neuen Sketch. Dann einen Kreis. So, den geben wir auch einen Durchmesser. Mal 18. Da ist es vielleicht ein bisschen wenig an Material. Machen wir ruhig 16. So, schließen das Ganze. Das wird eine Tasche. Die kann ruhig 5 mm reingehen. Dann haben wir hier unten noch genügend Material und fertig ist der Flügel. Aber der hat jetzt nicht das Maß von 68 mm, was ich haben möchte. Der muss jetzt noch außen entsprechend bearbeitet werden. Dazu machen wir auf die oder aber auf die nicht, doch, können wir ruhig auf die machen. Auf die machen wir einen neuen Sketch. Wir können den Sketch aber auch auf die, dann machen wir die Origins hier an, auf die XY-Plane machen. So ist es selektiert und einen neuen Sketch. Dann machen wir das hier sichtbar und zeichnen hier nun 2 Kreise ein. Einmal so, einmal so. Ich mache mal gerade die Origins wieder unsichtbar. Da ist der Sketch, der hier, der kriegt jetzt ein Maß Durchmesser 68 mm und muss größer sein als dieses Maß hier. Den können wir so lassen. Schließen. Davon machen wir eine Tasche. So, diese Tasche wird einmal ruhig symmetrisch zu einer Ebene. Und durch alles. Und da werdet ihr jetzt sehen, jetzt ist der Flügel außen so schön abgekattet.
So, hier muss jetzt noch irgendwas rein, dass da die Achse vom Motor drin geklemmt werden kann, eingeschraubt werden kann, wie auch immer. Und aber wir haben jetzt hier so ein Impellerblatt. Ein Blade wird das ja genannt. Wie der Film. So, jetzt machen wir einen neuen Körper. Und zwar, der Impeller kriegt ja noch so ein Gehäuse. Das heißt, hier machen wir wieder eine Zeichnung auf die XY-Ebene. Und da kommen auch zwei Kreise rein auf den Mittelpunkt hier. Am besten hier das anmachen und dann auf den Mittelpunkt hier. Einmal so. Einmal so. Der hier, der kriegt ein Maß von, ich sage jetzt mal 70 mm. Und der hier ein Maß von 80 mm. Schließen wir das. Und das wird eine Aufpolsterung. Und das ist jetzt der Mantel um den Impeller. So, wie gesagt, ich werde sowas versuchen zu drucken und auch versuchen auf Motoren drehen zu lassen und vor allen Dingen die Sache mit dem in Salz, das Härten, dass es vielleicht wirklich funktioniert, das mit hohen Drehzahlen zu drehen. So, jetzt nehmen wir diesen ersten Körper hier und machen davon eine einen Export, und zwar als STL. So, dem gebe ich jetzt einen Namen 000 Impeller, heißt der Punkt STL. Ich glaube, das muss ich hier tippen. So, dann wird Cura aufgemacht. Ich arbeite hier mit der Cura 4.x, weil die 5er, die hat bei mir unter dem Linux Probleme mit der Dateiauswahl. Ich hoffe, das wird bald mal behoben. So, da ist Cura offen, dann können wir das importieren. Das ist einfach aufs Wurzelverzeichnis gekommen. Das heißt, das muss hier unten irgendwo rumfliegen. Da so drunter. Da ist er. Der Impeller. So, ich habe mir hier schon so ein Profil gemacht. Einmal ist das Profil mit einer Schichtdicke von 0,08. Dann die Dicke der ersten Schicht. Das muss ich gucken, was ich da nehme, damit das gut haftet. So, dann habe ich das Teil, deswegen kommt hier diese orangene Meldung. Ich habe bei der Füllung 100% angegeben und dann hat er hier mit der oberen Schicht irgendwie mal essen. Spielt aber keine Rolle, meiner Meinung nach. So, dann habe ich hier Stützstrukturen einfach automatisch erzeugen lassen und wir slicen das Ganze mal. Und die Vorschau. Also das dauert 1 Stunde 5 Minuten und so sieht das aus und das würde ich dann auch so drucken lassen und dann nach dem Entfernen der Stützstrukturen in Salz ein wenig tempern. So, nochmal dazu, wenn es solche Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.